sonst noch wieder machen? Aufgepasst, meine Freunde, und herzlich willkommen zu unserem allerneuesten Video auf meinem YouTube-Kanal. Wir sind heute unterwegs, relativ bald, wir haben es 5 Uhr ganz genau, ich weiß nicht, ob man sehen kann, hier oben, zum Flohmarkt. Wir werden heute nach Linz fahren, das ist eine größere Stadt bei uns, dort gehen wir auf den Flohmarkt. Seid gespannt, was wir dort finden werden, ob wir dort überhaupt das finden werden. Und ich wünsche euch jetzt extrem viel Spaß mit diesem Video und wir sehen uns dann, bis gleich. So, meine Freunde, schauen wir uns alle Artikel nochmal genauer an, was ich dafür bezahlt habe, was man dafür bekommen kann auf eBay. Wir schauen uns nur die Verkaufspreise an und natürlich von gewerblichen Händlern. Das ist ganz, ganz wichtig. Die privaten interessieren uns eher weniger. Und wir fangen direkt mit dem ersten Fund an, den wir gemacht haben, nämlich King Arthur. Ein Brettspiel vollständig. Das Ganze haben wir für 7 Euro angekauft. Wird bei eBay zwischen 17 und 29 gebraucht natürlich. Auch verkauft. Die Preise wurden erzielt. Wir haben selbst das Spiel schon mal für 24,99 verkaufen können. Also relativ nice, auch in unserem Challenge-Shop sozusagen. Und deswegen habe ich es mitgenommen. Ein Spiel, das gut weggeht. Also es sind auch sehr, sehr viele Verkäufe am Start. Wenn man es zwischen 5 und 10 Euro auf dem Flohmarkt solide, in einem soliden Zustand bekommen kann, dann kann man es natürlich mitnehmen. Ich würde euch raten, schaut, ob das Ganze vollständig ist. Die Figuren sind ganz, ganz wichtig. Natürlich alles andere auch. Checkt das definitiv aus. Fragt dann auch nochmal nach. Wir haben uns das Ganze angeschaut. Sah gut aus, plus haben das Ganze nochmal von der Verkäuferin bestätigt bekommen und haben das Ganze dann mitgenommen. Wird bei uns, wie alles andere, was ich jetzt zeige, auf dem öffentlichen Shop gelistet, den wir extra für YouTube dann erstellen werden. Also wie gesagt, im Nachfrage der erste Deal, 7 Euro Einkaufspreis, vermutlicher Verkaufspreis ungefähr zwischen 20 und 25 Euro. Ich glaube 4 Euro wollten Sie dafür haben. Ja, bitte. Ja. Mhm, ja. Danke. Mhm. Der nächste Artikel, den wir gekauft oder gefunden haben, sozusagen, ist das Lego 3413. Dieses Set hier. Er ist noch natürlich original verpackt, also ist nicht aufgerissen oder so. Sieht auch noch relativ gut aus. Und wir haben dafür 4 Euro bezahlt, wie ihr gesehen habt. Und online bekommt man tatsächlich 20 Euro dafür. Auch wenn man beispielsweise jetzt nur 15 erzielen würde, wäre der EK von 4 Euro noch okay. Habe ich mitgenommen, finde ich cool. Ältere Lego-Sätze in OVP. Wie gesagt, 34,13, 20 Euro Verkaufspreis, Einkaufspreis 4 Euro. Relativ cooler Deal. Ich freue mich drüber. Richtig nice. So, Freunde, wir haben hier eine NES in einem super Zustand bekommen. Also der Zustand, wenn man hier sieht, ist richtig geil. Und es ist noch eine Super Mario auch drinnen. Zeige ich euch dann zu Hause mehr. Richtig, richtig coole Konsole. So, das nächste Produkt ist ein extrem cooles Produkt, nämlich eine NES in Originalverpackung sozusagen. Also mit Originalkartonen drinnen, alles noch verpackt, das Ganze. Plus ein Spiel ist auch noch hier dabei gewesen. Ich habe hier 180 Euro dafür bezahlt, was relativ teuer ist. Ich habe es halt gekauft, weil ich bei einem neuen Job einen Blickfang haben will. Wir haben hier einen Sale gefunden, der 247 Euro bei einer Auktion erzielt hat, genau für diese Konsole, ohne diesen Spiel. Also da ist das Spiel noch nicht dabei gewesen. Ist ja so ein Produkt, wo ich sage, okay, wenn ich das auf eBay verkaufen will, dann mache ich vielleicht 20, 30 Euro damit, mit diesem EK zurzeit. Es wird aber auch nicht oft angeboten auf eBay, ich glaube gar nicht zurzeit oder vielleicht nur eine. Und wie gesagt, die haben auch nur hier einen Sale mit einer Auktion für 247 gefunden. Ich finde es halt relativ cool als Blickfang für meinen Job. Wenn jetzt der ein oder andere das Ding auch so sehen würde und will sofort einen Flip oder einen Sale machen, dann wäre mir diese Investition von 180 zu viel. Weil du musst immer schauen, okay, was riskierst du? In Anführungszeichen riskierst du und was kannst du im besten Fall dafür rausbekommen, nach Gebühren und so weiter, und ist es lohnenswert? Also auf gut Deutsch gesagt,
Würdest du 200 Euro oder 180 Euro riskieren für einen erwarteten Gewinn von 40 Euro? Lohnt sich das Ganze? Man muss sich einfach selbst überlegen. Ich habe es halt, wie gesagt, nur gekauft, um einen kleinen Blickfang auch damit noch zu haben. Ich werde ein paar andere OVP-Konsolen auch noch reinpacken. Ich finde es halt relativ nice. Wir werden es am Webshop für 300 anbieten. Ist ein super Zustand hinten, auch seitlich. Sieht alles noch sehr, sehr gut aus bei dieser Konsole, auch innen. Ich habe es mir natürlich angeschaut und das ist der nächste Deal, in Anführungszeichen. Ihr wisst, warum ich es gekauft habe, den wir gemacht haben. Wir haben noch sehr, sehr viele weitere, wo wir auch richtig guten Gewinn gemacht haben. Also bleibt definitiv dran. Was wolltest du für deinen Raum fliegen? Lego-Ding da. Aber miteinander zum Kochen. So Freunde, als nächstes haben wir hier so eine Spider-Man-Figur gefunden, beziehungsweise die ist mir sehr ins Auge gestochen beim Stand. Ich habe mir letztens ein Video im Stream mit euch von Shortcut Films angeschaut. Keine Videos mehr. Ich hoffe, ihm geht's gut. In diesem Sinne, liebe Grüße. Solltest du das aus irgendeinem Grund sehen, mach wieder Videos, die waren top. Auf jeden Fall hier diese Spider-Man-Figur habe ich mir dann angeschaut anhand dieses Videos. Plus hier dieses original verpackte Lego-Set, das sehr, sehr alte Lego-Set, nämlich 1263, ein Osterhase sozusagen. Und grundsätzlich habe ich dann gefragt, ihr habt sehen Video gesehen, wie viel er für beides verlangt. Er wollte dann 6, ich habe gesagt 5 und dann war es das auch. Ich fand den Mann sehr, sehr nett. Ich wollte nicht noch weiter runtergehen. Wie gesagt, das Verhandeln liegt mir natürlich, aber man braucht das wirklich nicht alles aus den Rippen schneiden. Besonders bei Kindern würde ich gar nicht verhandeln. Wenn ich da wen gesehen hätte, dann nehme ich es nicht. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Aber wie gesagt, 2,50 pro Stück im Schnitt bezahlt. Die Figur ging in Deutschland schon weg, genau die hier, für 10 Euro. Wir haben hier eine 2013er Spider-Man-Figur. Genau, auf dem Fuß sieht man das. Sehr, sehr schön, dass die von 2013 ist. Ich stehe ganz kurz auf. Ne, fokussiert nicht. Die Kamera lässt mich im Stich. Wenn wir hier am Fuß steht es dann drauf. Bei älteren Figuren ist das deutlich schwerer dann noch zu erkennen. Aber wie gesagt, 10 Euro hierfür. Und dann haben wir hier noch unser Lego-Set, das noch gar keinen Sale hatte. Es wurde die Anleitung bereits mal für ein paar Euro verkauft bei eBay. Es ist sehr, sehr alt, deswegen auch vielleicht wenig Sales. Es haben auch wahrscheinlich noch wenig in Originalverpackung. Bei Bricklink mit beschädigter Verpackung 10 Euro, bei eBay wird sogar für 19 einmal OVP angeboten, aufgebaut für 10 Euro, wie gesagt, wir haben 2,50 dafür bezahlt, ich finde es ganz nice, wird auch bei unserem Shop angeboten und ihr seht, es geht in die Richtung, ja, sehr, sehr ältere Sachen, auch Raritäten zu listen, das wird ein cooler Shop, ich würde mich freuen, wenn ihr jetzt schon mal ein Abo da lasst, wir werden Webshop und parallel Cross auf eBay das Ganze dann noch listen, wird Ende des Monats ready to go, wir machen dann Launch und Black Friday, aber dazu dann später mehr, Freunde. Schauen, was zu lang hat, beziehungsweise was kostet. Morgen. Ich habe einen Fünfer, bitte. Nein, der Fünfer ist eh schon geschenkt. Ja, okay, dann 4. So, der nächste Deal, der Klassiker sozusagen, PS2-Controller. Ich habe diesen PS2-Controller für 4 Euro bekommen. Er wollte das erste 5, ich habe dann gesagt 3. Er hat gesagt, nee, habt ihr ja gesehen. Und ich habe dann gesagt, ja, am Flohmarkt geht man ja, um zu verhandeln. Und er hat mir dann dafür 4 gegeben. Was ist so ein PS2-Controller wert? Ja, je nachdem, bei welchem Shop du den verkaufst, aber sagen wir mal zwischen 15 und 25, irgendwo in dieser Spanne. Das kommt, wie gesagt, sehr, sehr drauf an, ob du in diesem Bereich tätig bist, ob du schon sehr, sehr viele Sales drauf hast und so weiter und so fort. Brauche ich jetzt nicht erklären, aber wenn wir im schlimmsten Fall 15 Euro dafür bekommen, wäre es trotzdem ein guter Deal. Wir werden aber den für 19,99 anbieten. Ist cool, gehört noch ein bisschen aufbereitet, also nur geputzt und das war's. Die Knöpfe und alles sind wie neu sozusagen. Eine coole Geschichte, haben wir uns mitgenommen für 4 Euro. Easy. So Freunde, hier ist es richtig, richtig, richtig Heftiges passiert. Da denkt ihr sicher, warum nimmt der Dicke das Star Wars Game nicht mit, das ist ein paar Euro wert, warum fragst du da nicht an? Und ja, was soll ich sagen, Freunde,
ich habe dann so ein bisschen geschaut und habe geschaut, okay, wo ist der Standbesitzer? Der stand dann dort und ich dachte mir, das kann's nicht sein. Die, die mich länger verfolgen, wissen, ich hatte vor circa 2 Monaten einen Deal mit Rechnern, die mir diejenige nichts verkaufen, also die hätte mir dann nicht verkaufen dürfen. Die hat da von der Firma irgendwie rausgeschleust. Für jeden Mitarbeiter wäre es irgendwie nur 1 oder 2 Rechner gewesen. Die hat mir dann 30 verkauft, wo ich das Hehlerware-Video gemacht habe. Wisst ihr das noch? Und dreimal dürfte reiten, wer diesen Stand betreut hat. Genau der Typ, der mir damals das Zeug angedreht hat. Also ich glaube, ich habe mich umgedreht und sofort weg. Weil das war auch der, der mir dann die Fake-E-Mails geschrieben hat, dass ich die Videos runternehmen muss und so weiter und alles Mögliche. Wo, ihr wisst die Story hoffentlich, sonst schaut euch die Shorts an. Ich blende euch jetzt ganz kurz ein, das ist heftigst gewesen. Ich habe umgedreht, Gott sei Dank war der irgendwo am Rand von dem Flohmarkt und wir sind dann weggegangen. Aber Wahnsinn, hey, der ist aus Linz und der versucht wirklich überall ein paar Euros zu verdienen, kommt mir vor. Aber das wollte ich euch nur ganz kurz sagen, weil da denkst du dir, das kann nicht sein. Die Stadt hat 52.000 Einwohner und du siehst den Typen wieder am Flohmarkt stehen. Bei mir ist so kalt, das ist nicht mehr normal, Alter. Das ist nicht mehr normal. Was ich persönlich als Tipp mitgeben kann, wenn es jemand hören will, sozusagen, ist einfach, wenn du Stände siehst, wo die Spiele sich türmen, wo PlayStation, lauter Konsolen, so wie hier im Hintergrund, überall rumsteht, dann kannst du sicher sein, derjenige weiß zu 90% oder zu 99%, was ein Zeug wert ist. Natürlich kannst du hier auch nochmal einen Schnapper machen, aber sehr, sehr schwierig. Es ist viel besser, wenn du zu Ständen gehst, die halt, wo halt Haushaltswaren oder quer durch die Bank alles liegt und zwischendurch, wie bei dem hier liegt, einfach so ein PS2-Controller. Ja, hätte ich den PS2-Controller bei einem Stand angefragt, wo Games sind, wo halt ein Händler in Anführungszeichen ist, der auf Spiele fokussiert ist, hätte der sicher mit 15 Euro zum Verhandeln angefangen und ich hätte den für 13 oder so bekommen vielleicht, wenn ich Glück habe, vielleicht nur für 15, weil der weiß halt, was die Dinge online wert sind, hier 4 Euro. Das ist halt so ein Tipp, das ist nicht nur hier so der Fall gewesen, sondern bei vielen anderen. Ich habe mir immer die Stände gesucht, wo es auf den ersten Blick nicht das gegeben hat, was ich suche, sondern vielleicht nur ein Teil, wie bei diesem Controller hier, wie bei diesem Lego vorher, das 3413er, da war auch alles möglich, habt ihr gesehen auf dem Stand und ich habe halt genau geschaut, okay, finde ich ein Teil, weil dann könnt ihr euch ziemlich sicher sein, dass ihr da einen Schnapper macht. Das können wir nicht. Meine zwei weitere Produkte, nämlich Nintendo 64, ein Speicher und das Rumble Pack, habe ich relativ günstig bekommen, also online deutlich teurer. Ich habe für beide zusammen habe ich 20 Euro bezahlt. Das bedeutet, ja, das bringt alleine 20 ein und das ja, war dann sozusagen geschenkt. Das ist nicht der Mega-Deal meiner Meinung nach, aber ich finde es halt richtig nice. OVP ist das Ganze noch, werde ich natürlich auch bei uns anbieten. Habe ich dann mitgenommen, ist es nicht so, wo ich sage, boah, ich mache jetzt wie bei diesem kleinen Lego hier das 5-6-fache des Einkaufspreises. Wenn es gut läuft, mache ich hier 15 Euro Profit. Ist für mich okay, ich finde es trotzdem sehr, sehr nice, immer wieder so ältere Dinge in OVP zu kaufen, besonders weil diese OVP von dem hier gar nicht mal so schlecht beieinander ist. Natürlich ein Sammler würde sagen, Digga, das ist richtig schlecht beieinander. Aber ich finde es ganz okay, wie gesagt. Gerne schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr diesen Deal findet. Ich habe lange überlegt, ob ich es mitnehmen soll, habe es dann mitgenommen. Und hier haben wir noch ja, diese zwei. Viel Spaß. Dann habe ich noch was gefunden, was komplett aus meiner Nische ist. Ich habe keine Ahnung, ich sage immer, Freunde, kauft nichts, wo ihr wirklich gar keine Ahnung davon habt und ich habe es hier trotzdem gemacht. Ich habe hier einen Kinderüberraschung Adventskalender vom Jahr 2002 wieder bei einem Stand gefunden, wo es Klamotten gab. Das war so eine Haushaltsauflösung von jemandem. Ich habe mit dem gesprochen, da ist jemand gestorben und der hat gesagt, ja, das Haus muss geräumt werden, er hat da alles geholt und verkauft. Und da war dieser Adventskalender von 2002 original verschweißt sozusagen noch drinnen. Er wollte am Anfang 15 Euro dafür haben, wir haben uns dann auf 7 Euro geeinigt für diesen Kalender und ich habe auch bei eBay schon geschaut, er wird angeboten zwischen 30 und 40. Sales gab es wirklich tatsächlich noch gar keinen einzigen, aber ich finde den so ikonisch nice, weil genau diese Zeit, so 2002,
war halt ich so jung und wollte halt genau solche Eier haben. Auf jeden Fall, ich finde es einfach cool, auch die Zeichnungen und hinten, das erinnert mich irgendwie an meine Kindheit. Ich wollte immer so einen haben, habe den aber nicht bekommen, weil er viel zu teuer war für meine Eltern, für mich sozusagen. Ich habe immer so mit Schokis bekommen, so kleine Schokolade einfach. Ist aber egal, trotzdem super Kindheit gehabt. Aber wie gesagt, das, den musste ich haben. So, ich habe den jetzt geholt, ich werde den auch bei uns anbieten, aber werde den definitiv nicht unter den 30 bis 35 Euro hergeben. Zur Not stelle ich mir den wo rauf, behalte ihn, schau gern drauf. Also das ist eine coole Geschichte, habe ich mitgenommen, 7 Euro, Freunde. Was sagt ihr dazu? Gerne in die Kommentare damit. So eine ganz, ganz kurze Anmerkung, auch wenn es den einen oder anderen vielleicht nervt, aber es ist mir einfach wichtig, wenn ihr am Flohmarkt seid, macht euch sofort Eigenbelege, scannt das Ganze, Safetest hat eine sehr, sehr coole App dazu, da kannst du direkt die Ausgabe scannen, hochladen, zu Hause trägst es ein, bevor du die Ware überhaupt einstellst, dann hast du keine Probleme. Ich weiß, es ist nicht lustig, immer wieder das Thema anzusprechen, aber es ist am Ende vom Jahr, wenn einer dann sagt, ja, fuck, ich muss jetzt alles nachtragen, ist auch nicht lustig. Deswegen, ich habe ein bisschen Verantwortung, ich will es euch einfach nochmal sagen. Und ja, das war es eigentlich. Grundsätzlich haben wir einen Rabattcode, das wisst ihr auch von Safetest. Solltet ihr noch ein Buchhaltungsprogramm suchen, habe ich euch unten verlinkt. Und jetzt geht es direkt weiter mit dem Video. Ich muss das aber einfach sagen, weil ich einfach Verantwortung habe für jeden Einzelnen, der hier zuschaut. Und natürlich ist das gewerbliche Handeln, wenn du beim Flohmarkt kaufst, auf eBay weiterverkaufst, dann handelst du gewerblich, musst du auch eine Gewerbeanmeldung durchführen. Nur ganz kurz, um das Ganze abzuklären, weil die wenigsten sagen das in ihren Videos, ist es aber wichtig. So Freunde, beim nächsten Stand habe ich hier so eine, ja, so eine Mappe, nennt man das Mappe, keine Ahnung, so einen CD-Holder gefunden, wo halt sehr, sehr viele PS1-Spiele und auch PS2-Spiele drin waren. Und er wollte halt alles auf einmal verkaufen, er wollte jetzt mir nicht ein Spiel davon geben, weil ich hatte nämlich genau dieses Spiel, nämlich Demolition Racer. Da habe ich noch die OVP, die Beschreibung im super Zustand, nur die CD fehlt, die CD ist hier in einem super Zustand und gebundelt würde das allein schon so, ja, 10 bis 15 Euro bringen, also wenn man es sozusagen mit der OVP upgradet, die ich noch habe. Und ich habe noch bei zwei weiteren Spielen die OVP. Ich habe ihm dann zwangsweise alles für 1 Euro pro CD abgekauft, habe hier 17 Euro bezahlt, das sind 17 CDs. Ich habe es, wie gesagt, nur genommen, weil ich von ein paar Games die OVP noch habe und das ist vielleicht auch noch so eine kleine Anregung. Wenn ihr da was habt und ihr findet die Einzel-CDs, natürlich nehmt es damit, bundelt das Ganze. Man kann es auch umgekehrt machen, wenn man jetzt zum Beispiel Leerhüllen wo sieht, dann die relativ günstig einkaufen kann und schaut, dass man das irgendwie dazu bekommt, um das Ganze zu kombinieren. Bei mir ist es der Fall, deswegen habe ich es mitgenommen. Hätte ich die Leerhüllen plus Beschreibung in gutem Zustand nicht zu Hause, wäre das kein guter Deal gewesen. So Freunde, leider ist uns bei den letzten zwei Deals unsere kleine Cam hier leer geworden. Ist eigentlich eine coole DJI Cam. Leider ja, ist der Akku relativ schwach, es dauert oder es hält vielleicht eine maximale Dreiviertelstunde, eine halbe Stunde Filmzeit. Ist aber egal, die letzten zwei Deals, die ich noch mitgenommen habe, sind es nicht so heftig, aber auch wieder hier beispielsweise, der hat Werkzeug verkauft. Ich habe keine Ahnung, wo er die Xbox One Spiele her hat. Das waren lauter Werkzeug und in so einer Kiste waren halt so relativ gute Xbox One Spiele und die zwei hat mir dann noch dazu geschenkt, FIFA 14 und was haben wir hier? Gran Turismo 4. Aber um diese vier Spiele ging es. Eigentlich wollte ich nur diese zwei haben, die zwei hier. Wollte mir aber nicht allein verkaufen, er hat gesagt, für jedes will er 3 Euro, ich habe da nicht lang verhandelt, beziehungsweise er ließ sich leider auch nicht runterhandeln. Ich habe dann hier 4x3 12 Euro dafür bezahlt, plus diese zwei hat er mir dann noch dazugegeben. Und ich blende mal ganz kurz die Verkaufspreise hier von diesen Spielen ein. Hier haben wir auch einen guten Deal gemacht, also mehr wie das Doppelte nach Gebühren hier rausgeholt. Er war froh, dass er es weg hatte und sein Werkzeug weiterverkaufen konnte. Und ich habe einen coolen Deal gemacht, wie gesagt, hier noch ein FIFA 14 für die PS4 und ein Gran Turismo für die PS2, okay. Aber alles in OVP und alles richtig neu. Natürlich, auch wieder so ein Ding. Schaut natürlich rein, Freunde. Ich habe auch auf diesem Flohmarkt wieder 2, 3 Spiele gesehen, wo die Hülle top war. Also irgend so ein Mario-Game. Und dann schaust du rein und dann ist irgendwie so ein FIFA drin. Also passt da definitiv auch, nur so ein kleiner Tipp am Rande. Genau, hier haben wir die Games. Und das Letzte, was wir mitgenommen haben, war hier dieses Activity, oder ist dieses Activity Junior. Hier mit diesem Gummiband mag ich eigentlich nicht so. Aber das hat einen super Zustand. Das ist innen wie neu. Ich habe natürlich wieder reingeschaut, ob alles vollständig ist. Wir haben hier 3 Euro dafür bezahlt. 3 Euro dafür bezahlt. Gewerblich gehen die für so 9 Euro, 9 bis 10 Euro weg. Ist es auch nicht der Bringer, wo ich sage, boah, das ist der geilste Deal meines Lebens. Aber es ist ein solider Deal, den man halt mitnehmen kann, besonders in diesem Zustand. Und es ist komplett vollständig und die Karten sehen aus, wie wenn noch nie damit gespielt wurde. In diesem Sinne, Freunde, genau.
dieses Activity noch für 3 Euro. Grundsätzlich waren wir nur in Anführungszeichen bei diesem einen Flohmarkt. Wir werden sehr, sehr bald da haben, zum Beispiel das Lego 3413, die Spider-Man-Figur oder ein paar andere Dinge wie den Controller hätten wir vielleicht später nicht mehr zu diesem, also nicht mehr bekommen, weil es schon weg gewesen wäre. Es war halt relativ kalt, aber ich habe halt richtig Bock wieder gefunden, auf dem Flohmarkt sozusagen Sachen zu kaufen. Und in Kombination mit dem Webshop, den wir jetzt dann launchen werden, und dem Webshop, wo wir genau nicht nur da, wir listen das alles, was ihr im Hintergrund seht, alle PSA-Karten, wir haben jetzt nochmal 260 Stück gekauft, sind dann über 300 PSA-Karten. Wir haben gegradete Games, Sammlungen, ich habe auf dem Flohmarkt auch einen getroffen, der mir eine ganze Sammlung verkauft, über 700 Games. Dazu komme ich dann halt später, aber das alles wird dort gelistet und die Kombination aus Flohmarkt, Live-Reselling und so weiter und wieder auf meinem eBay-Shop verkaufen, beziehungsweise auf dem eBay-Shop, der vorher meiner alten Firma gehörte, konnte man sozusagen umschreiben und den Webshop dazu, da habe ich halt richtig Bock drauf. Das macht mir einfach Spaß, das bin ich. Ich verhandle gerne, ich kaufe gerne ein, ich verkaufe gerne und das ist halt einfach so mein Leben. Und manchmal bin ich auch sehr abgedriftet hier auf diesem YouTube-Kanal, wo ich mir dachte, das muss ich jetzt rausbringen und so. Aber da habe ich einfach wirklich eine Leidenschaft für das Live-Kaufen, für das Live-Verhandeln. Ich liebe es einfach wirklich komplett. Ich hoffe, dieses klitzekleine Flohmarkt-Video hat euch gefallen. Es gibt jetzt wieder ein Flohmarkt-Video und dann wieder eins in Kombination mit Live-Reselling. Wir schauen noch zum Obi, wir gehen zum Merkur. Und wie gesagt, ihr seht dann immer parallel auch die eBay-Shops, wo das Zeug gelistet wird, ihr könnt das Zeug gerne auch natürlich auch ankaufen oder für euch privat kaufen, für eure Sammlung kaufen oder einfach schauen, okay, was geht da so und auch auf dem Webshop genau das Gleiche. Jo, ansonsten gibt es für mich nicht mehr zu sagen. Ich wünsche euch jetzt einen super schönen Tag. Gerne liked dieses Video, gerne lasst ein Abo da, würde mich freuen und ansonsten wünsche ich mir Gesundheit und das Allerbeste, das kann ich euch versprechen. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal, euer René. Ciao.